Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 15. Lesung aus dem wundervollen Buch Babylon, Mysterien, Religion von Ralph Woodrow, das er 1966 schrieb und in den späten 90er Jahren, ich glaube 1999, 33 Jahre nach Veröffentlichung, ein Schelm, wer Böses bei der Zahl denkt, widerrufen hat. Und dann ein Buch rausgebracht hat, das heißt The Babylon Connection, also die Babylon-Verbindung. Und auch ein neues Buch rausgebracht hat, wo er Ostern als vollkommen christlich erklärt hat. Ja, der arme Mann ist umgefallen. Und ob ich jemals die eine Sendung, die ich dann im Anschluss an die Buchlesung in Englisch noch gemacht habe, wo ich sein Widerrufen des Buches in einer Stunde lang lächerlich gemacht habe, ob ich das auch jemals in Deutsch bringe, weiß ich nicht, weil die Deutschen wissen ja sowieso nicht, dass er das Buch widerrufen hat, weil das Buch kennt ja sowieso kaum einer. Gibt es ja nicht so besonders viel und außerdem interessiert die Leute das sowieso nicht. Und außerdem sage ich, ja, wisst ihr was, bevor ich das alles übersetze, lernt Englisch und guckt euch die englische Sendung an. Aber ich habe da einen Brief gebraucht von einem, ich glaube, das ist ein Pastor oder was, der dem Ralph Woodrow da einen ziemlich deutlichen Brief drüber geschrieben hat und ich habe da meine eigenen Punkte mit beigebracht. Und ob Ralph Woodrow jetzt das Buch widerruft oder er widerruft es nicht, das ändert nichts an der Tatsache, dass Rom seine Wurzeln in Babylon hat, dass Rom das neue Babylon ist. Und es gibt sogar eine Aussage in der römisch-katholischen Kirche, ich meine, es steht sogar in der römisch-katholischen Enzyklopädie selber, dass Rom das neue Babylon genannt wurde. Also ob das heute noch so genannt wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wurde in der Vergangenheit. Ja? Die geben das selbst zu. Und viele Brunnen von diesem Buch, da will ich nochmal eben drauf hin, bevor wir jetzt nicht gleich reingehen, sonst sagen die Leute wieder, oh Jörg, du bist hier die Katholiken wieder am schlecht machen und so, mit deinem, was du alles über die Päpste erzählst. Weil wir sprechen im Augenblick in dem Kapitel wirklich über die Sodomie und über die Trinkgelage und die Orgien und die Morde, die Päpste alle gehalten haben. Und bevor mich dann einer davon bezichtigt, dass ich hier nur gegen die Katholiken predige, muss ich halt eben mal sagen, das ist alles geschichtlich festgehalten. Wir sprechen hier von einem sehr gut dokumentierten Buch, wo eben teilweise sogar die römisch-katholische Kirche mit ihrer Enzyklopädie, also mit ihrer, wie sagt man das im Deutschen? Enzyklopädie ist ja nicht so ein deutsches Wort, ne? Mit so einem Lexikon, lass uns dann mal sagen, ja? Auffährt und sogar viele der Dinge, die wir in diesem Buch besprechen, tatsächlich bestätigt. So, ob euch das jetzt gefällt oder nicht, das Papsttum trägt nach außen ein anderes Gesicht, als was es nach innen hat. Nach außen erklärt es sich als christlich und ist es innerlich überhaupt nicht. Es ist heidnisch, schon immer gewesen, ist es heute und wird es immer sein, bis unser Herr Jesus Christus zurückkommt. Weil der hat im 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 7 ganz deutlich erklärt, dass der, der jetzt noch aufhält, zur Zeit, wo Paulus das gesagt hat, war das der Cäsar, wenn der aus dem Weg geräumt ist, dann wird der Sohn des Verderbens, der Mann der Sünde, offenbart werden. Das ist der Antichrist. Das ist das Papsttum. Und mit dem werden wir uns gleich weiter beschäftigen. Bevor wir das tun, ja, habe ich wieder eine wunderbare Musik geschickt bekommen von Alexander und die hören wir uns jetzt erstmal an. Nicht durch Hell oder Kraft.
sondern durch meinen Geist. Ja, und jetzt konnte man so richtig schön in dem einen Bild gerade eben die tanzende Sonne sehen, sage ich jetzt mal. Da haben Max und ich ja in der letzten Zeit ein bisschen drüber gesprochen in dem Buch Eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels. Da kommt das Thema ja auch drin vor, der tanzenden Sonne mit den Marienerscheinungen. Deswegen war das Lied eigentlich ganz schön passend dafür, wenn man das Bild so ein kleines bisschen beweglich macht. Nochmal herzlichen Dank, Alexander, für die wundervolle Musik, die du uns jede Woche zur Verfügung stellst, um hier in Stunde der Wahrheit vor der Lesung eben einspielen zu können. Das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz besondere, extra schöne Note und beruhigt auch die Gemüter ein wenig. Die werden sich gleich beim Lesen des Buches ganz sicher noch ein wenig erhitzen. Deswegen lesen wir jetzt weiter auf Seite 95 in dem Buch, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und wir lesen aber hier oben am Anfang nochmal des Unterkapitels weiter, die Regierung der Korruption und Perversion. Wir hatten das zwar schon gelesen, bis Benedikt VIII, da hätten wir eigentlich fortfahren müssen in dem Kapitel päpstliche Unmoral, aber wir wiederholen das eben nochmal hier, um hier halt nochmal in das Thema jetzt reinzukommen und lesen dann ab Benedikt VIII eine neue Stelle in diesem Buch. Antichrist Papst Bonifatius VII., der zwischen 984 und 85 eine ziemlich kurze Regierungszeit hatte, behauptete seine Position durch eine großzügige Verteilung gestohlenen Geldes. Ja, wenn man gestohlenes Geld verteilen kann, dann tut einem das ja auch nicht weh, wenn man es weggibt. Ist ja doch nicht mein eigenes. Der Bischof von Orléans beschrieb ihn, wie auch Johannes den 12. und Leo den 8., als Monster der Schuld, die nach Blut und Schmutz stinkt, und als Antichristus, der im Tempel Gottes sitzt. Die katholische Enzyklopädie schreibt, er überwand Johannes den 14. im April 984. Ließ ihn in einen Kerker von Sant'Angelo werfen. Na, da wissen wir ja, Sant'Angelo ist ja das Gefängnis gegenüber dem Vatikan. Das kennen wir ja von Lorenzo Ricci aus Herrscher des Bösen. Wo der erbarmenswerte Mann 4 Monate später starb. Mehr als ein Jahr ertrug Rom dieses Monster, das im Blut seiner Vorgänger stand. Davon, dass alle Päpste im Blut der Heiligen Märtyrer für Jesus Christus stehen, das wird hier komischerweise dann mal nicht erwähnt. Die Rache jedoch war fürchterlich. Nach seinem plötzlichen Tod im Juli 985, der aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen Gewaltakt zurückzuführen ist, wurde der Leib des Bonifatius den Beschimpfungen der Öffentlichkeit ausgesetzt, durch die Straßen der Stadt geschleppt und schließlich, nackt und mit Wunden bedeckt, unter die Statue Mark Aurels geworfen. Am folgenden Morgen nahmen mitleidige Priester den Leichnam weg und ließen ihm ein katholisches Begräbnis zukommen. Ende Zitat. Meine Zunge weigert sich hier, das Wort christliches Begräbnis auszusprechen. Der nächste war Antichrist Johannes der 15., der regierte dann zwischen 985 und 996, ganze 11 Jahre, der das Geld der Kirche unter seinen Verwandten aufteilte und der sich selbst den Ruf erwarb, begehrlich nach dem schnöden Mammon und korrupt in all seinen Handlungen zu sein. So, bevor wir jetzt in den neuen Text reingehen, möchte ich noch mal kurz einen Kommentar abgeben. Ich konnte eben nicht verhindern, kurz in das Hamburg-Journal reinzuschauen. Meine Mutter schaut das am Sonntagabend immer und ich sitze dann bei ihr, um mir ein bisschen Gesellschaft zu leisten, bevor der Lesung hier. Und da haben sie gesprochen darüber, dass sie jetzt in Hamburg eine Impfwoche starten wollen. Und da ging es dann auch natürlich, da wurde am Rande erwähnt, ja, es gibt ja auch viele Impfgegner und so weiter und so weiter. Und da meinte die Senatorin von Hamburg, die für Gesundheit zuständig ist und dieses Ding in die Wege geleitet hätte, ja, also wir gehen ja jetzt auch eine Impfpflicht zu, das wird nächste Woche im Bundestag beschlossen, so sagte sie das, das wird nicht debattiert oder was, das wird dann beschlossen anscheinend, das weiß die wohl schon vorher, zumindest habe ich das so aus ihrer Aussage verstanden. Und ja, dann ist das halt so, dass Kinder, wenn sie in die Krippe kommen und in die Schule kommen, dann müssen sie halt geimpft sein.
Ja, nur in der Krippe kann man die Kinder dazu verpflichten oder die Eltern dazu verpflichten, ihre Kinder zu impfen. In der Schule kann man das nicht. Aber also in der Krippe werden, nee, es war so, die Kinder können aus der Krippe gewehrt werden, wenn sie nicht geimpft sind. Das kann man natürlich in der Schule nicht machen, weil es besteht ja Schulpflicht, was nicht richtig ist. Es besteht eine Unterrichtspflicht, aber ein anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht drauf hinaus. Man kann also die Kinder nicht von der Schule ausschließen, nur weil sie nicht geimpft sind. Ja, sagt die, dann müssen die Eltern halt eine Buße bezahlen. Da sieht man doch, wo es alles drum dreht, oder? Denen ist die Gesundheit sowas von egal. Es geht nur um den schnöden Mammon. Und wenn du dich nicht fügst an uns, dann bezahlst du dafür. Da ist das vollkommen wurscht, ob die Kinder dann schlussendlich geimpft sind oder nicht geimpft sind. Hauptsache, man bezahlt dafür. Hauptsache, der Rubel rollt, wie man so schön sagt. Kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich dann eine so wichtige Sache, wo die Weltgesundheitsorganisation Impfgegner als Terroristen schon beinahe darstellt, dass man Leuten, die sich dann den Impfungen nicht unterwerfen wollen, sagt, ja, dann musst du halt eine Buße bezahlen, dann ist das gut. Komischerweise halten aber die sogenannten Viren, die sie einem überall verkaufen, die es ja angeblich geben soll, überhaupt nicht daran, ob es jetzt irgendwelche Bußen bezahlt wurden oder nicht bezahlt wurden. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es dreht sich in dieser Welt nur um den schnöden Mammon und genauso tut es das auch hier beim Papsttum. Das muss man mal in aller Deutlichkeit so sagen. Weißt du, wie man die Leute nennt, die sich nicht impfen lassen? Nee. Oder wie man die Krankheit nennt, wenn man sich nicht impfen lassen möchte, dann heißt das Impfmüdigkeit. Impfmüdigkeit, ach so. Ja, dann ist man Impfmüdigkeit. Die Impfmüdigkeit geht also im Augenblick rum. Ah ja. Und ich könnte mich jetzt schon wieder hinlegen bei dem Wetter. Ja, dann müsstest du dich vielleicht mal impfen lassen, dass du das Wetter besser verträgst oder so. Lass mich lieber geistig impfen. Ja, okay, da fange ich dann jetzt mit an. Also Benedikt der Achte, der regierte zwischen 1012 und 1024, Zitat, kaufte das Amt des Papstes durch offene Bestechung. Ende Zitat. Also er hat offene Simonie betrieben, weil da kommt der Name her von Simon Magus, Apostelgeschichte 8, der sich ein Amt des Apostels erkaufen wollte, der die Kraft des Heiligen Geistes mit Geld erkaufen wollte, den Petrus daraufhin zurückgewiesen hat und gesagt hat, dein Geld verderbe mit dir, ja, der du glaubst, dass du die Kraft des Heiligen Geistes mit Geld erwerben kannst. Und von diesem Simon Magus kommt das Wort Simonie, ja. Wer weiß das schon da draußen von den Katholiken draußen? Der nachfolgende Papst oder der nachfolgende Antichrist besser, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich mir Antichrist sage, da kommen wir auch noch gleich zu dem Thema. Also der nachfolgende Antichrist Johannes der 19. kaufte ebenfalls seinen Papsttitel. Da er ein Laie war, also ein Laie ist jemand, der außerhalb des Klerus steht, war es nötig, dass er alle Prüfungen nach der Ordnung des Klerus an einem Tag absolvierte. Da kann man natürlich auch viel Geld für ihn erzählen, nicht? Danach wurde Antichrist Benedikt der 9. zwischen 1033 und 45 als Jugendlicher von 12 Jahren, auch wenn es nach einigen Berichten vielleicht 20 Jahre, durch ein Geldgeschäft mit den mächtigen Familien, die Rom regierten, zum Papst ernannt. Mit 12. Oder irgendwas zwischen 12 und 20. Er beging Mord und Ehebruch am hellen Tage, da wollen wir hoffen, dass er nicht schon verheiratet war, als er 12 war, raubte Pilger an den Gräbern der Märtyrer aus. Er war ein schrecklicher Krimineller und das Volk verbannte ihn aus Rom. Die katholische Enzyklopädie schreibt weiter, übrigens, ich muss ja hier mal das Bild verändern, wir wollen ja nicht den Michael die ganze Zeit im Bild haben, obwohl ich nichts gegen Michael habe, aber das passt ja besser hier, dieses Bild. Die katholische Enzyklopädie schreibt weiterhin, er war eine Schande für den Stuhl des Petrus. Simonie, das Kaufen und Verkaufen des päpstlichen Amtes und nicht nur des päpstlichen Amtes, sondern überhaupt von Kirchenämtern, davon abgesehen, wurde so üblich und Korruption wurde so ausgeprägt, dass weltliche Herrscher eingriffen. König Heinrich III., ja, der Vorgänger von König Heinrich IV., der den Gang nach Canossa antreten musste, unter Gregor VII., wie wir wissen, erhob Clemens II., diesen Antichristen, der regierte zwischen 1006 und 1047, auf den Stuhl des Papstes, Zitat, da kein römischer Geistlicher gefunden werden konnte, der frei von Verunreinigung durch Simonie und Hurerei war. Ende Zitat. Es gibt eine Reihe von Päpsten, die Morde verübten. Aber Innozenz der Dritte zwischen 1198 und 1216 übertraf darin alle, absolut alle seiner Vorgänger. Innozenz der Dritte.
Er war derjenige, der die Inquisition eingeführt hat. Und er ist derjenige, von dem sein Bild, nicht so wie es hier im Buch abgebildet ist, aber von dem gibt es eine Büste, ja, so eine Plakette, eine Wandplakette, die hängt. Dreimal dürft ihr raten, wo. Kommt ihr doch nicht drauf. Im sogenannten christlichsten Land dieser Welt. Im Kapitol der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Herrscher des Bösen lassen grüßen. Obwohl er nicht persönlich tötete, also Antichrist Innozenz III., förderte er die teuflischste Sache, die jemals in der menschlichen Geschichte geschehen ist, die Inquisition. Schätzungen über die Anzahl der sogenannten Ketzer, die Innozenz III., der gar nicht so unschuldig war, wie sein Name verlauten ließ, töten ließ, gingen bis zu 1 Million Menschen. Das ist bei ihm alleine über 500 Jahre lang, zwischen 1203 und 1805, benutzten die Päpste die Inquisition, um ihre Macht denen gegenüber zu behaupten, die die Lehren der römischen Kirche nicht bejahten. Wieso weiß ich das mit den Jahrzahlen so genau? Weil das immer am Anfang des Inquisitionslieds steht, dass die Erkennungsmelodie für Stunde der Wahrheit ist. Ja? 1203 bis 1805. Und es waren, wenn ich mich nicht irre, 96 Päpste, die an dieser Inquisition mitgewirkt haben. Von 260, die wir heute haben, wobei du eine ganze Menge abziehen kannst, weil alles, was die römische Kirche vor 606 als Papst zählt, ist ja kein Papst, sondern ist nur der Bischof von Rom. Von daher abgesehen. Und die Inquisition ist auch in 1805 im Grunde nicht eingestellt gewesen, weil das Amt der Inquisition nennt sich heute zwar der Glaubenskongregation, komme jetzt nicht auf den Namen genau, da war ja unser deutscher Papst Benedikt XVI., Kardinal Ratzinger, 25 Jahre Vorsitzender davon. Das ist nicht abgeschafft, das gibt es immer noch. Aber da kommen wir wieder auf die Geschichte zwischen de facto und de jure. Also de facto gibt es die Inquisition noch, nur de jure ist im Augenblick mehr oder weniger eingestellt. Da wartet man, bis der nächste Krieg losbricht. Das ist dann wieder ein Kreuzzug, der eben auch mit der Inquisition zu tun hat. Höre ich dich da in den Hufen scharren, Michael? Willst du irgendwas sagen? Ja, schar. Ich habe doch gerade gelesen bei dir, dass der 1 Million Menschen hat töten lassen. Ich weiß jetzt nicht, welche Quelle der Ralph Woodrow da jetzt zitiert. Aber laut einem Kirchenhistoriker, der recht bekannt ist, zumindest den ich über einen Bekannten habe mal so verlautbaren lassen. Ich habe den Link auch im Forum eben geteilt. Der hat 1997 ein Werk geschrieben. Das ist, etwas seltsamer Titel. Der heißt Toleranz und Gewalt, das Christentum zwischen Bibel und Schwert. Und er heißt Angenent. Ja, Arnold Angenent. Und er hat eben dieses Buch geschrieben. Und in diesem Buch steht drin, ich zitiere, ja, wo ist er denn jetzt? Das Werk räumte ebenso gründlich wie überzeugend mit prominenten Vorurteilen gegen das Christentum auf, also Katholizismus. Es legt dar, dass die Inquisition de facto ein Schritt in Richtung Rechtsstaatlichkeit war und in den 317 Jahren ihres Bestehens lediglich 97 Todesurteile fällte. Selbst die in der kirchlichen Lobhudelei unverdächtige Tageszeitung Taz sollte der Publikation hohe Anerkennung. 97 Stück in 317 Jahren. Ja, ich hatte dir diesen Link auch mal geschickt, der Link ist im Forum gepostet, wie gesagt. Also es ist unglaublich, was da draußen für Infos rumschwirren und wie gesagt, er wird also überall mit Lob überzogen und die Inquisition de facto ein Schritt in Richtung Rechtsstaatlichkeit, das ist natürlich echt der absolute Hammer. Ne? Ja, das finde ich auch. Ja, dann werde ich den Link nachher in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reintun, dass die Leute sich das dann selbst anschauen können. Und da kann sich dann ja jeder seine eigenen Gedanken drüber machen. Ich meine, wenn das wirklich wahr ist, ne, Michael, dann brauche ich ja das Buch von Henry Charles Lear über die Inquisition im Mittelalter gar nicht mehr weiterzulesen. Ne? Ja, und Griesinger nicht und alle möglichen anderen nicht. Naja, Griesinger ist ja inzwischen schon ausgelesen, aber das davon von Lear, da bin ich ja gerade noch mal am Anfang gerade eben drin. Ja, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja der, es haben ja viele Autoren beschrieben und es gibt ja auch viele Aufzeichnungen darüber. Und wie jetzt jemand das absolut, das sich herausnehmen kann, jetzt 97 Todesurteile in 317 Jahren, wahrscheinlich hat er nicht mehr gefunden oder die sind nicht mehr, die sind alle irgendwie mittlerweile verbrannt, die Bücher, vermute ich mal, oder wie auch immer, keine Ahnung, aber 97 Todesurteile in 317 Jahren sind in jedem Falle 97 zu viel, denn wir haben ja immer noch
bei uns das sechste Gebot. Du sollst nicht töten. Ja, ja, gut, aber man kann ja nicht erwarten, dass sich die Kirche Satans an solche Gebote hält, ne? Also. Nee, aber man kann vielleicht darüber sich informieren und mal überlegen, dass vielleicht irgendein Journalist vielleicht auch mal auf dieselbe Idee kommt, ne? Ja, die Journalisten sind ja leider alle katholisch erzogen und katholisch kontrolliert. Also die können ja nicht gegen ihren eigenen Arbeitgeber schreiben. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, was du sagst, dieses Buch, diese Publikation, die dir jetzt rauskommt, das müssen wir doch mal eben in dem Licht betrachten. Da machen wir im Augenblick englische Sendungen zu. Das wissen die meisten, die hier sind, ja gar nicht, weil die schauen ja oftmals die englischen Publikationen von mir gar nicht. Da habe ich ja jetzt mit Tom Fress bereits einige Videos gemacht, die behandeln das Thema, dass Papst Franziskus nächstes Jahr am 14. Mai zu einem Treffen in Rom ruft, der Führer dieser Welt und der Leute, die wichtig sind für die Ausbildung, um eine Umausbildung, eine Re-Education, wie das im Englischen so schön heißt, ja, also eine Umerziehung der Schulungsmethoden einzuführen, wo eben im Lichte der globalen Erwärmung, der sogenannten, andere Erziehungs- und Ausbildungsmethoden angewandt werden sollen, um dafür zu sorgen, dass die zukünftigen Generationen mit ganz anderen Dingen indoktriniert werden, als die wir noch gehabt haben. Und vor allen Dingen auch, dass die zukünftigen Generationen, da kann man ganz sicher von ausgehen, einen ganz anderen Zugang zum Internet haben, als wir das noch haben im Augenblick. Wir können uns ja glücklich schätzen mit der Freiheit, die wir im Internet im Augenblick haben, so teuflisch das System von Anfang an vielleicht auch ist. Und es kommt vom amerikanischen Verteidigungsministerium. Das ist alles gut, richtig, wahr und schön. Aber die Freiheit, die wir haben, uns Informationen daraus zu holen und dann durch unser eigenes Gewissen diese Informationen zu filtern und diese Informationen zu messen an der Bibel, die Möglichkeit werden zukünftige Generationen gar nicht mehr haben. Die werden dann nur noch mit dem rumlaufen im Gehirn, was ihnen in der Schule und in anderen Lehranstalten und Fernsehen und so weiter eingegeben ist. Das heißt, die können überhaupt nicht mehr kritisch denken. Und wenn man dann den Leuten solche Bücher, wie Michael gerade eben hier erwähnt hat, vermacht oder dafür sorgt, dass sie diese Bücher lesen müssen und dass man eben diese Lehre vertritt, dann werden die Leute in 30, 40 Jahren von heute an gerechnet überhaupt nicht mehr wissen, was überhaupt eine Inquisition war und werden sagen von, naja, die Kirche hat da mal ein paar Leute getötet, na ja, 97 Mann in 317 Jahren, was ist das schon? Ne? Da ist ja sogar das sechste Gebot gegenüber verwahrlosbar, das die Menschen dann wahrscheinlich sowieso schon nicht mehr kennen, weil wir schon längst in einer luziferianischen, nur neuen Weltordnung leben. Und von der hat David Spengler, der erste Vorsitzende der UNESCO damals, des Planetarischen Rates der UNESCO, damals ja in den 50er Jahren gesagt, niemand wird in die neue Weltordnung eintreten, ohne einen luziferianischen Eid abgelegt zu haben. Da wissen wir ja, woher der Wind weht. Ja, danke Michael für den Punkt, den du hier angebracht hast. Finde ich sehr interessant und wie gesagt, es sollte einem zu denken geben, dass die Lügen, die die römisch-katholische Kirche und das ganze System, das ihr anhängt, verbreiten, dass die inzwischen sowas von durchsichtig werden. Also zumindest für uns, die wir die Wahrheit noch kennen. Aber Jungs, übertreibt doch nicht. Also wenn man im Allgemeinen sagt, es sind 50 Millionen, wenn ihr dann von 5 Millionen spricht, okay, das ist immer noch viel, aber zumindest ist das noch eine glaubwürdige Zahl. Aber 97? In 317 Jahren? Das Papier ist tatsächlich von August diesen Jahres. Es ist also wirklich ziemlich aktuell, ja, dieser Ausschnitt. Und dieses Buch ist von 1997, also ist jetzt auch noch nicht so alt. Und dieses dauernde Runterkorrigieren erinnert mich an einen anderen geschichtlichen Fakt. Ja, wo ich einen alten Lexika dann andere Daten habe als heute. Da wurde viel korrigiert, ja. Selbst an Gedenktafeln wurde da unglaublich viel korrigiert, ja. Ja. Aber das darf man ja nicht diskutieren, da ist man ja... Nee, mache ich ja auch gar nicht, ne? Ich stelle das ja zur Disposition. Da hast du recht, ja. Jeder, der halt ein Freigeist ist, der kann sich ja da selber drüber informieren. Naja. Gibt ja so viele Zahlen. Denken wir doch zum Beispiel nur mal an Dresden. Ne? Die Feuerbomben. Kommst du jetzt da drauf? Die Feuerbomben auf Dresden, das wird doch auch untergerechnet. Das waren knapp 500.000 Opfer. Da wird aber nur von einigen Tausend gesprochen in offiziellen Kanälen. Also wenn wir hier von Runterrechnen sprechen. Und dann werden solche Frauen wie, das ist ja schon beinahe beleidigend für das Geschlecht Frau, dass man die Frauen nennen muss, diese Menschen, die sich Femen nennen und was weiß ich nicht noch, welche Organisation, die sich dann nackt ausziehen
und auf ihre nackte Brust schreiben, Bomber Harris, komm nochmal. Und damit keinen sexuellen Akt meinen, sondern wirklich, dass er mit seinen Flugzeugen nochmal kommt. Solche Leute dürfen frei rumlaufen und ihre Meinung frei kundgeben. Ja, und wenn man dagegen spricht, dann ist man ein Nazi. Also von Zahlen runterrechnen, schaut euch mal an, was in offiziellen Zahlen zugegeben wird, wie hoch die Brandopfer des Angriffs auf Dresden im Zweiten Weltkrieg mal waren. Da sträuben sich einem auch schon die Haare. Von anderen Dingen noch mal ganz zu schweigen. Aber gut. Ich wusste jetzt nicht, dass es jetzt die Femen gewesen sind, die das gemacht haben. Ich hatte jetzt eher so eine linke Politikerin irgendwo im Kopf, die das da gemacht hat, die diesen Spruch da irgendwie mal so gebracht hat, was ich ja auch sehr interessant finde, weil ich, für mich ist das ja eine Anstiftung zur Straftat, ne? Warte mal. Also für mich, für mein Rechtsempfinden. Ich muss da mal eben gucken. Ich habe ja ein Bild davon von dem Menschen, der sich da so komisch irgendwie angemalt hat dafür. Das können wir mal eben raussuchen, wenn der Computer jetzt mal langsam erwachen würde hier bitte. Nein, ich brauche nicht den Harris. Hier, das Bild brauche ich. Bomber Harris. Ja, das ist, glaube ich, diese Politikerin von den Linken, also Vile Feminist. Ja. Ja, die kenne ich nicht. Vile Feminist, das ist kein Name. Vile Feminist. Mercedes Reichstein, das ist ihr Name. Calls for Second Firebomb. Ich weiß, aber das ist eine andere Politikerin, die so recht bekannt, berühmt, berüchtigt war, von den Linken, Bomber Harris. Ich guck mal eben, also ich will ja jetzt gar keine Werbung für diese Leute machen, da liegt mir völlig fern. Nein, auf gar keinen Fall. Aber es geht ja auch nicht darum, ob das jetzt nur diese eine ist. Es gab ja noch andere, die sich genauso ihren Körper beschmiert haben und das gemacht haben. Die ist ja nur eine mit dem Bild hier damit bei. Ne? Und sowas darf in Deutschland offiziell rumlaufen. Ja? Und das trägt dann hier unten, was steht hier? Heritage, Erbe, Tradition, Familie, Kultur, Nation und Frieden. Also was die Botschaft, die sie hier hat, mit Frieden zu tun hat und was das mit deutscher Kultur zu tun hat und mit anderen Sachen, die hier unten beistehen, das weiß ich nicht, das will ich auch gar nicht wissen, da wird mir also sowas von schlecht inzwischen. Dann möchte ich lieber zu dem Buch zurückkehren, da ist ja das Buchlesen eine Genugtuung gegen, wenn man sich solche Dinge hier anschauen muss. Na, also davon mal eben abgesehen. Wie gesagt, es geht halt darum, dass in solchen Dingen die Zahlen auch runtergerechnet werden. In der Inquisition sprechen wir von mindestens 50 Millionen über die Jahrhunderte, wenn nicht noch mehrere hundert Millionen. Es gibt Zahlen, die gehen tatsächlich bis zu einer halben Milliarde. Aber wie Michael im Grunde angeholt hat, selbst wenn es nur diese 97 wären, jeder Einzelne ist schon einer zu viel, weil es steht geschrieben im 6. Gebot, du sollst nicht töten. Ja? Und wer sich da nicht dran hält, der wird von Gott dafür bestraft werden. Ja, ich kann euch sagen, in Gottes Gericht wird die Schlange vor diesem Mord, lass uns mal sagen, wird dazu verurteilt wird, die Schlange wird sehr, sehr lang werden. Ja? Da werden sich viele Leute anstellen müssen. So. Der Name der Dame, wenn es eine wäre, ist Julia Schramm. Aha, gut. Die hat da mal so eine Sache gemacht, die, glaube ich, keiner irgendwie gut findet, außer sie selber. Oder halt die Leute, die vielleicht irgendein anderes für, naja gut, also die hat mal eine, naja gut, die hat mal eine Aktion, wo jemand Bomber Harris auf ihren Oberkörper gemalt hat, von einer Piratenpolitikerin, hat sie kommentiert mit dem Tweet, Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomber Harris, feuerfrei. Und wenn man jetzt noch weiß, dass die Dame für die Antonio Amadeus Stiftung arbeitet, habe ich alles damit gesagt, ne? Ja, mir ist jetzt schlecht genug, ich möchte jetzt zu dem Buch zurückkehren. Da wird mir nämlich noch schlechter, weil jetzt sprechen wir über Boniface den 8. Deswegen lasse ich auch das Video weiterlaufen, dass wir hier weiter schauen können. And if you über, don't know that, ja, look. Ohne Ton, dankeschön. Brauche mein englisches Gebrabbel da nicht bei, wenn ich hier Deutsch lese. Hier geht es also jetzt um den nächsten Antichristen, Bonifatius den 8. In Konflikten mit Kardinälen und Königen wurden gegen Papst Bonifatius dem 8., der Papst war zwischen 1294 und 1303, zahlreiche Anklagen erhoben. Ja, er war übrigens auch der Autor, wie ihr wisst, von der Bulle Unam Sanctam, die wir hier gerade im Bild sehen. Deswegen habe ich das zeitlich schön abgepasst so und vorbereitet.
Die katholische Enzyklopädie schreibt über Boniface den VIII. Kaum ein mögliches Verbrechen wurde ausgelassen. Untreue, Ketzerei, Simonie, grobe und unnatürliche Unmoral, Götzendienst, Zauberei, Verlust des Heiligen Landes, Schuld am Tod Köstins des V. und so weiter. Protestantische Historiker im Allgemeinen und selbst moderne katholische Autoren zählen ihn, Boniface den VIII., zu den gottlosen Päpsten. Sie bezeichnen ihn als einen ehrgeizigen, hochmütigen und unbarmherzigen Mann, der auch noch ein Betrüger und Verräter war. Sein ganzes Pontifikat war eine einzige Auflistung von Bösem. Ende Zitat. Und solche Leute sind nach römisch-katholischem Recht unfehlbar und muss man sogar Ehre erweisen. Es ist nicht notwendig, darauf zu bestehen, dass all die Anklagen, die hier vorgebracht wurden, wahr gewesen sein mussten, aber sie können gewiss auch nicht alle abgetan werden. Während seiner Regierungszeit besuchte der Dichter Dante Rom und er beschrieb den Vatikan als einen Pfuhl der Korruption. Er sagte von Bonifatius und anderen Antichristen, Zitat, dass tiefere Örter der Hölle für sie bestimmt seien, Ende Zitat. Obwohl sie versuchten, auf bestimmte gute Charaktereigenschaften des Bonifatius hinzuweisen, geben auch katholische Historiker die explosive Gewalttätigkeit und die anstößigen Äußerungen in einigen seiner öffentlichen Dokumente zu. Ein Beispiel seiner anstößigen Aussagen war, dass, Zitat, sich Vergnügen und das fleischliche Liegen mit Frauen oder mit Jungen keine größere Sünde sei, als die Hände aneinander zu reiben. Bei anderen Gelegenheiten, offensichtlich bei solch explosiven Momenten, nannte er Christus einen Heuchler und bekannte selbst von sich selbst, ein Atheist zu sein. Die Hände aneinander reiben ist keine größere Sünde als das fleischliche Liegen mit Frauen oder mit Jungen. So denkt der Antichrist darüber. Das ist jetzt eine Aussage, die habe ich nicht in die Serie systematischer katholischer Kindesmissbrauch eingefügt. Das überlasse ich euch selbst, um da vielleicht mal drauf zu kommen, dass alleine schon aufgrund eines solchen Antichristen und solcher Äußerungen, die er hier tut, der Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche absolut systematisch ist, weil der Papst spricht hier nicht nur für sich selbst. Er spricht für seine Vorgänger und seine Nachfolger ebenso. Ja? Und hier haben wir das als Quote sogar in dem Video mit drin. Die ist leider hier auch nur halbwegs erwähnt. Ne? Die haben sich wahrscheinlich nicht getraut, das ganze Zitat damit reinzumachen. Aber hier steht halt aus dem Englischen übersetzt, es ist nicht mehr Schaden in Eheübertretung, also in Ehebetrug, als seine Finger aneinander zu reiben, also seine Hände aneinander zu reiben. Adultery ist also, wie nennt man, Ehebruch nennt man das. Ne? Also ist nicht mehr, es ist nicht schlimmer oder es ist nichts Schlimmeres als Ehebruch, als seine Hände aneinander zu reiben, ist genauso schlimm. Das mit den Jungen und bei den Jungen liegen, das fehlt in diesem Zitat hier. Das habe ich halt nicht gefunden. Das haben sie sich wohl nicht getraut, die ganze Quote dahin zu schreiben. Jedenfalls sagt uns das genug über den Papst aus. Dennoch, und dies scheint beinahe unglaublich zu sein, ja, sind da wirklich noch Dinge, die beinahe unglaublich sind, wenn wir dieses Buch weiterlesen und wenn wir uns die anderen Bücher in Erinnerung rufen? Dennoch war es dieser Papst, der im Jahr 1302 das bekannte Unam Sanctam herausgab, das offiziell erklärte, dass die römisch-katholische Kirche die einzig wahre Kirche sei, außerhalb derer niemand gerettet werden kann. Die Bulle sagt, Zitat, wir behaupten, bestimmen und erklären, dass es zum Heil notwendig ist, zu glauben, dass jedes menschliche Wesen vom Pontifex von Rom unterworfen ist. Wenn ihr den genauen Vortext haben wollt, dann schaut in mein Video, das da heißt Dictatus Papae Unam Sanctam ad Absurdum. Könnt ihr auf meinem Hauptkanal finden. Da es sündige Päpste gegeben hat, warf das Unterworfensein unter den Papst eine Frage auf. Das ist sehr doppeldeutig von dem Autoren hier.
Sollte diesem sündigen Papst immer noch gehorcht werden? Und jetzt kommt's. Die katholische Antwort ist folgende. Ein sündiger Papst bleibt ein Mitglied der sichtbaren Kirche und muss als ein sündiger, ungerechter Führer, für den wir beten müssen, behandelt werden, dem wir aber unseren Gehorsam nicht entziehen sollen. Ende Zitat. Tja, und in diesem Verständnis, was wir jetzt gerade hier gelesen haben, diesen letzten Satz, in diesem Verständnis muss man das Kapitel 24 und 25 von Herrscher des Bösen lesen. Und wir werden uns ja heute nach dieser Sendung in Herrscher des Bösen, der zweiten Lesung in Kapitel 25, beschäftigen. Und deswegen ist das sehr gut, wie das schön hier zusammenpasst. Und dann behaltet bitte diese Aussage im Hinterkopf, wenn wir dann nachher zur anderen Lesung übergehen. Jetzt kommen wir zu Antichrist Johannes der 23. Und das ist sogar innerhalb der römisch-katholischen Kirche ein Antichrist. Denn vom Jahre 1305 bis 1377 befand sich die päpstliche Residenz in Avignon in Frankreich. Daher kommt übrigens auch Châteauneuf du Pape, ne? Da hat er sich damals auch niedergelassen. Das ist ja eine Weinregion, die viele Leute gut kennen, oder besser gesagt eine Stadt in der Rhone, oder an der Rhone bei Orange, die viele Leute gut kennen und dessen Wein sehr hoch geschätzt wird. Und der Name Châteauneuf du Pape kommt eben daher, weil sich der Papst damals da ein neues Domizil hat bauen lassen. Châteauneuf du Pape, neues Schloss des Papstes heißt das. Während dieser Zeit klagte Petrarch den päpstlichen Hof an wegen Vergewaltigung, Ehebruch und aller Arten Unzucht. In vielen Gemeinden bestanden die Gläubigen darauf, dass sich die Priester Konkubinen hielten als Schutz für ihre eigenen Familien. Das muss man sich mal vorstellen. In vielen Gemeinden bestanden die Gläubigen darauf, dass sich die Priester Konkubinen, also geliebte Frauen, für ihr Vergnügen hielten, als Schutz vor den Familien der Leute in diesem in dem Dorf, weil sonst die Priester wahrscheinlich drauf losgegangen wären und sich vergangen hätten an all den Ehefrauen, was sie ja sowieso getan haben, was wir kennen, da wir ja wissen, wie es in dem Beichtstuhl ablief. Das kennen wir von Griesinger in späteren Zeiten, aber das ist ja auch in früheren Zeiten so gewesen, als die Beichte noch überall praktiziert wurde. Und das war hier damals ja auch so. Hier seht ihr Châteauneuf du Pape im Bild dann auch noch. Während des Konzils von Konstanz, das ist ja ein bisschen später, nicht? Das war 1410 bis 15 da in der Zeit, wo Jan Hus ja auch damals dahin kam, verfluchten sich jeden Morgen gegenseitig drei, manchmal vier Päpste und nannten ihre Gegner Antichristen, Dämonen, Ehebrecher, Sodomisten, Feinde Gottes und Feinde der Menschen. Einer dieser sogenannten Päpste war Johannes der 23., der regierte zur Zeit dieses Konzils von 1410 bis 15, war von 37 Zeugen, und das sind hauptsächlich Bischöfe und Priester, angeklagt der Unzucht, des Ehebruchs, des Inzests, der Sodomie, der Simonie, des Diebstahls und des Mordes. Es wurde von einer großen Anzahl von Zeugen bewiesen, dass er 300 Nonnen verführt und ihnen Gewalt angetan hatte. Sein eigener Sekretär Niem sagte, dass er sich in Bologna einen Harem hielt, bei dem nicht weniger als 200 Mädchen die Opfer seiner perversen Sexualität wurden. Alles zusammen sind es 54 Verbrechen der schlimmsten Art, für die er vom Konzil angeklagt wurde. Da fallen ja die 97 Tote der offiziellen Inquisition beinahe ins Nix, wenn allein schon dieser Papst hier mit 54 Verbrechen der schlimmsten Art konfrontiert wird, nicht wahr? Wie hier auf einem Bild auch nochmal dargestellt im Video nebenan. Ein Dokument des Vatikans liefert diese Informationen über seine unmoralische Regierung. Seine Exzellenz, Antichrist, das füge ich hinzu, seine Exzellenz Papst Johannes beging Perversität mit der Frau seines Bruders, Inzest mit heiligen Nonnen, Verkehr mit Jungfrauen, Ehebruch mit Verheirateten und alle Arten von sexuellem Verbrechen, dem Schlaf und anderen fleischlichen Bedürfnissen hingegeben, vollkommen dem Leben und der Lehre des Christus widersprechend, wurde er öffentlich der leibhaftige Teufel genannt.
Ende Zitat. Um seinen Reichtum zu vermehren, besteuerte Papst Johannes alles, Prostitution, Spiel und Wucher eingeschlossen. Jetzt wisst ihr, wo das heute herkommt, dass auf Prostitution, Spiel und Geldverleihen Steuern erhoben werden. Das hat alles seinen Ursprung bereits schon sehr, sehr früh. Das hat damit zu tun, dass Lizenzen gegeben werden. Mit anderen Worten, du darfst ruhig über die Regeln hinausspießen, du darfst ruhig das Recht brechen, aber du musst dafür bezahlen. Also musst du da Steuern für bezahlen. Dieser Papst Johannes der 23. wurde der verderbteste Kriminelle genannt, der jemals auf dem päpstlichen Thron gesessen hatte. Und nun ist eine interessante Randbemerkung, dass eben weil er als Antichrist mehr oder weniger auch von anderen Päpsten bereits genannt wurde, dass dieser Papst in den offiziellen Aufzählungen der Päpste eigentlich nicht vorkommt. Hier sehen wir ein Bild von ihm übrigens. Und dass dann der Papst, der Pius XII. Gefolgt war, der erste sogenannte moderne Antipapst, ja, da geht es um einen Streit zwischen dem rechten und dem linken Arm der römisch-katholischen Kirche, die das Zweite Vatikanische Konzil aus den 60er Jahren als Nicht-Konzil erachten, dass der Papst, der also den Pius XII. 1959, meine ich, auffolgte, 58 oder 59 auffolgte, Papst Johannes der 23. war, der also denselben Namen genommen hat. Normalerweise ist ein Name eines Papstes immer nur einmal vergeben. Aber da der Antipapst Johannes der 23. offiziell bei den Katholiken gar nicht zählt, konnte der Nachfolger Pius XII. Denselben Namen gebrauchen. Und was diesen Streit angeht heutzutage, also diesen Streit zwischen der rechten und der linken Seite der römisch-katholischen Kirche, da gehe ich jetzt auch nicht zu tief drauf ein. Das haben wir übrigens heute in unserer Sendung gemacht, wo wir über die Amazonas-Synode gesprochen haben und über die Mutter Gaia, die ja jetzt von dem Papst auch so schön verehrt wird. Um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen, es gibt die ultramontanen rechten Katholiken, die zum Beispiel von mostholyfamily.com, das ist eine Webseite, die kann man sich mal anschauen, das sind also Katholiken, die ultra-tridentin sind, also die ultra, sehr extrem, überextrem sogar, das Konzil von Trient heute noch vertreten. Die beschauen jeden Papst nach Pius XII. Als Antipapst. Also, angefangen mit Johannes XXIII., dem Nachfolger Paul VI., Johannes Paul I., der für 33 Tage regierte, Johannes Paul II., der bis 2005 regierte, dann haben wir den Benedikt XVI. Und den Nachfolger davon, Papst Franziskus, den wir heute haben. Die werden von dieser Organisation alle als Antipäpste gehandelt. Also im Grunde genau das Gleiche, wie der Johannes der 23. damals im Anfang des 15. Jahrhunderts. Ne? Hat man ja gelesen, zwischen 1410 und 15 oder so war der an der Macht. Oder war er einer der Päpste an der Macht da. Und da gibt es also heute ein Schisma, eine Teilung innerhalb der römisch-katholischen Kirche, ein Streit auch von der rechten Seite mit der linken Seite, der sehr interessante Auswirkungen auch für die Zukunft noch haben wird. Da werden wir in der Zukunft nochmal drüber sprechen. Und die römisch-katholische Kirche, die eine Seite, also diese ultramontane, ultra-tridentinische Seite, spricht also allen diesen Päpsten den Titel Antichrist im Grunde zu. Da werden also aus der römisch-katholischen Kirche selbst solche Titel wie Antichrist auf den Papst verwendet. Also so verkehrt waren dann die Protestanten doch nicht, als sie das ganze Papsttum als antichristlich bezeichnet hatten. Das nur so eifrig dafür, dass wir da mal ein klein wenig Informationen drüber haben. Fahren wir fort an dem Buch. Rom in der Zeit der Reformation. Wie hat sich das denn damals dargestellt? Antichrist Papst Pius II., der zwischen 1458 und 1464 regiert hatte, soll der Vater von vielen unehelichen Kindern gewesen sein. Er sprach öffentlich von den Methoden, die er gebrauchte, um Frauen zu verführen. Er ermutigte junge Männer dazu und bot auch noch an, sie in Methoden der Selbstbefriedigung zu unterweisen. Das gibt dann dem Ausdruck, die Hände aneinander reiben, auch wieder eine andere Bedeutung, nicht wahr? Pius wurde von Antichrist Paul II. Zwischen 1464 und 1471 abgelöst, der ein Haus voller Konkubinen unterhielt.
Seine päpstliche Tiara war mehr wert als sein Palast. Danach kam Papst Sixtus IV. Zwischen 1471 und 1484, der seine Kriege dadurch finanzierte, dass er Kirchenämter an den Meistbietenden verkaufte, und er nutzte das Amt des Papstes, um sich selbst und seine Verwandten zu bereichern. 8 seiner Neffen machte er zu Kardinälen. Als einige von ihnen noch Knaben waren, das heißt also teilweise sogar unter 10 Jahren. In luxuriöser und verschwenderischer Unterhaltung konkurrierte er mit den Cäsaren. In Reichtum und Pomp übertrafen er und seine Verwandten die alten römischen Familien. Und hier sehen wir noch ein paar aufgeblasene Päpste in der Zwischenzeit, hier zum Beispiel Sixtus IV., über den wir gerade gesprochen hatten. Papst Innozenz VIII., also wieder so einer, der sich unschuldig nennt, zwischen 1184 und 92, war der Vater von 16 Kindern, die ihm verschiedene Frauen geboren hatten. Einige dieser Frauen feierten ihre Hochzeiten im Vatikan. Die katholische Enzyklopädie erwähnt nur 2 uneheliche Kinder, Francisketto und Theodorina, aus den Tagen seiner ausschweifenden Jugend. Aber immerhin erwähnt die römisch-katholische Kirche, dass er 2 Kinder hat, ne? Wie zahlreiche andere Päpste vermehrte er Kirchenämter und verkaufte sie für enorme Geldsummen. Er erlaubte Stierkämpfe auf dem St. Petersplatz. Als nächstes kam Roderigo Borgia. Ja, Borgia-Familie, die kennen wir ja alle, eine sehr einflussreiche Familie im Mittelalter, der den Namen Alexander VI. Trug und regierte zwischen 1492 und 1503. Er hatte seine Wahl zum Papst durch Bestechung der Kardinäle gewonnen, also Simonie. Bevor er Papst wurde, lebte er als Kardinal und Erzbischof in Sünde mit einer Dame von Rom, Vanozza dei Catanei, und danach mit ihrer Tochter Rosa, von der er 5 Kinder hatte. An seinem Krönungstag ernannte er seinen Sohn, einen Jugendlichen von üblem Temperament und üblen Gewohnheiten, zum Erzbischof von Valencia. Viele betrachteten Alexander VI. Als den korruptesten Papst der Renaissance. Er lebte in öffentlichem Inzest mit seinen 2 Schwestern und seiner eigenen Tochter Lucretia, von der er, wie gesagt wurde, ein Kind hatte. Am 31. Oktober 1501, ein Tag, der uns Protestanten sehr gut im Gedächtnis liegt, weil das einige Jahre später zum Reformationstag für uns wird, führte er eine Sexorgie im Vatikan durch, die wegen ihrer Schrecklichkeit keinen Vergleich in der menschlichen Geschichte hatte. Nach der Zeitschrift Life hatte Antichrist Papst Paul III., und den kennen wir ja zur Genüge, das ist derjenige, der die Jesuiten ordiniert hat als Orden 1540, und er regierte zwischen 1534 bis 1549. Dieser Antichrist Paul III. Hatte als Kardinal 3 Söhne und eine Tochter gezeugt. An seinem Krönungstag feierte er die Taufe seiner 2 Urenkel. Er ernannte 2 seiner Neffen noch im jugendlichen Alter zu Kardinälen, unterstützte Feste mit Sängern, Tänzern und Narren und suchte Rat bei Astrologen. Antichrist Papst Leo X., der große Gegenstander von Martin Luther, 1520 in Worms, wurde am 11. Dezember 1475 geboren. Er empfing die Tonsur im Alter von 7 Jahren, das ist also sein Kopfscheren, ja, und wurde mit 8 Jahren Abt, und mit unglaublichen 13 Jahren wurde dieser spätere Antichrist Kardinal. Hier im Bild sehen wir Papst Paul III. Die unten gezeigte Illustration zeigt die Bulle von Papst Leo X. Sehen wir hier. Ja? Leo Papa X, also Leo Papst X. Und hier dann sein Abbild mit 2 Gesichtern dann auch noch. Ja, wie das wohl kommt. Also, auf der einen Seite des bleiernen Siegels erscheinen die Apostel Petrus und Paulus, ne, das sind hier die beiden, denen er natürlich auch folgt, auf der anderen Seite der Name des Papstes und sein Titel. Das Wort Bulle, nach einem lateinischen Wort, das von rund abgeleitet ist, wurde als erstes für die Siegel verwendet, die päpstliche Dokumente beglaubigten, und bezeichneten später auch die Dokumente selbst. Wir kennen den Ausdruck Bulle ja schon ein wenig länger.
Und wenn es um Rund oder Rind geht, dann wissen wir ja auch, dass ein Adler ein anderes Wort ist für das sogenannte Rindvieh und damit das goldene Kalb gemeint ist. Das hatten wir auch in Herrscher des Bösen letztens gelesen. Langsam kommen wir zum Ende, glaube ich, dieses furchtbaren Kapitels. Die katholische Enzyklopädie schreibt, dass Papst Leo X. sich uneingeschränkt den Vergnügungen hingab, die in Hülle und Fülle und in verschwenderischer Weise angeboten wurden. Er war von einer unersättlichen Liebe zum Vergnügen besessen. Er liebte es, Bankette und teure Veranstaltungen zu organisieren, mit wildem, lautem Tanz und ordinären Späßen und mit einer großen Menge von Alkohol zu feiern. Während genau dieser Tage reiste Martin Luther, ein Priester der päpstlichen Kirche, nach Rom. Als er die Silhouette der siebenhügeligen Stadt erblickte, fiel er zu Boden und sagte: »Heiliges Rom, ich grüße dich!« Er hatte noch nicht viel Zeit dort verbracht, als er jedoch sah, dass Rom alles andere als eine heilige Stadt war. Gräueltaten waren unter allen Schichten des Klerus anzutreffen. Priester erzählten anstößige Witze und waren von schlimmer Profanität selbst während der Messe. Der päpstliche Hof wurde beim Abendessen von 12 nackten Mädchen bedient. Niemand kann sich vorstellen, welche Sünden und unrühmlichen Taten in Rom begangen werden, sagte Luther. Sie müssen gesehen und gehört werden, damit man sie glauben kann. Daher pflegen die Römer zu sagen, wenn es eine Hölle gibt, ist Rom darüber gebaut. Der weibliche Papst, lautet das nächste Unterkapitel. Eines Tages, während seines Besuches in Rom, bemerkte Luther eine Statue auf einer der öffentlichen Straßen, die zur Peterskirche führte. Es war die Statue eines weiblichen Papstes. Da diese für die Päpste ein Gegenstand des Abscheus sein musste, würde kein Papst jemals diese bestimmte Straße hinabgehen. »Ich bin erstaunt«, sagte Luther, »wie die Päpste es dennoch zulassen, dass die Statue bleibt.« Erst 40 Jahre nach Luthers Tod, also 1585 muss das dann gewesen sein, wurde die Statue von Papst Sixtus V. entfernt. Hier sehen wir einen Bildausschnitt aus Luther in Rom aus dem Film von 2004 mit Ralph Fiennes als Darsteller des Martin Luther. Ein sehr gelungener, wenn auch ein Hollywood-Film von Martin Luther, kommt aber nicht mal auch nur annähernd in die Nähe des Films aus der DDR von 1983, den ich ja schon öfter erwähnt hatte und den ich jedem schicken kann, der mir seine E-Mail-Adresse gibt, weil das über WeTransfer geht, da ich den so nicht hochladen kann, auf YouTube zumindest nicht. Und hier haben wir nochmal den Ausdruck von Martin Luther. Wenn es eine Hölle gibt, dann ist Rom darüber gebaut, sagt Martin Luther hier, während er die päpstliche Bulle von Leo X. mit seiner Exkommunikation und dem römisch-kanonischen Gesetz verbrennt. Das, meine Lieben, das ist Protestantismus. Nun, obwohl die katholische Enzyklopädie, fährt der Autor fort, die Geschichte der Päpstin Johanna als ein bloßes Märchen betrachtete, liefert sie doch die folgenden Zusammenfassungen. Zitat. Nach Antichrist Leo IV. 847 bis 855 hatte der Engländer Johann von Mainz das Amt des Papstes 2 Jahre, 7 Monate und 4 Tage lang inne. Auf dem Bild hier neben seht ihr sie, ne? Er sei angeblich eine Frau gewesen. Ja, Michael, das müssen wir dann auch mal in unsere Gender-Agenda einbauen, ne? Sie ist von ihren Liebhabern in Männerkleidung nach Athen gebracht worden und hat dort solche Fortschritte im Studium gemacht, dass ihr keiner gleichkam. Sie kam nach Rom, wo sie Naturwissenschaften unterrichtete und dabei die Aufmerksamkeit gelehrter Männer auf sich zog und wurde schließlich zum Papst gewählt. Sie wurde jedoch schwanger von einem ihrer vertrauten Begleiter und kam nieder während einer Prozession von der Peterskirche zum Lateran. Dort starb sie beinahe auf der Stelle und es wird gesagt, sie wurde an dem gleichen Ort begraben. Nur mal eben kurz auf Pause machen hier. Also, was wir jetzt davon glauben oder nicht glauben, lasse ich mal daneben gestellt sein. Ich habe da meine eigene Meinung zu.
Und meine eigene Meinung dazu ist, ich habe nicht mal das Bild der Bibel rausgesucht, ja, was bin ich doch für einer. Meine eigene Meinung dazu lautet folgendermaßen. Gott gebraucht jede Gelegenheit, um uns aufzuzeigen, wie falsch Rom mit all seinen Dingen überhaupt ist, immer war und immer sein wird. Gott macht sich einen Spott aus der römisch-katholischen Kirche. Und wenn die römisch-katholische Kirche behauptet, der Nachfolger Petrus zu sein, und eine männliche Nachfolge immer dafür sorgt, dass es einen sogenannten Stellvertreter Christi hier auf Erden gibt, dann bin ich ganz sicher davon, dass es einen weiblichen Papst gab, weil Gott seine Hände im Spiel hat und Gott das gebraucht, um die römisch-katholische Kirche in ihren Annalen lächerlich zu machen. Das ist meine Meinung darüber, weil Gott ist immer noch, unser Vater ist immer noch derjenige, der in Kontrolle ist. Das dürfen wir niemals vergessen. Und wie kann man mehr den Spott treiben mit einer solchen Kirche, die auf Männern aufgebaut ist und das sogenannte Zölibat unterhält, als denen eine Frau als Papst unterzujubeln? Unser Herr hat ja auch dafür gesorgt, dass die Verkündung des erfolgreichen Anschlages auf Abraham Lincoln Stunden vorher an einer Stelle bekannt war, die abgeschnitten war vom Schienennetz und kein Telegrafen hatte. Und Gott hat auch dafür gesorgt, dass uns der Film gezeigt wurde, um 5 Uhr nachmittags am 11. September 2001 mit einem einstürzenden Salomon-Gebäude, das erst 20 Minuten später tatsächlich einstürzte. Teilweise ist der Sturz sogar live aufgezeichnet, obwohl die Reporterin, die davor steht, sagt, das Gebäude steht noch. Das, meine Lieben, ist die Hand Gottes, die in diesen Sachen immer noch mitwirkt. Und Gott treibt seinen Spott mit der römisch-katholischen Kirche. Nur wer Gott nicht kennt, der versteht auch den Spott nicht. Davon mal eben abgesehen. Das ist jedenfalls meine Meinung zu der weiblichen Päpstin. Falsches Buch hier. Hier muss ich, weil ich dachte, den Text kenne ich doch gar nicht. Gab es wirklich einen weiblichen Papst? Nur von der Reformation, die so viele Fehler in der römischen Kirche aufdeckte, wurde die Geschichte bereits geglaubt, sowie von Chronisten, von Bischöfen und von Päpsten. Die katholische Enzyklopädie schreibt hierzu, im 14. und 15. Jahrhundert wurde diese Päpstin bereits als eine historische Person anerkannt, deren Existenz niemand leugnete. Sie hatte ihren Platz unter den geschnitzten Büsten, die in der Kathedrale von Siena standen. Und der Antichrist Clemens VII., der regierte zwischen 1592 und 95, wurde sie auf seine Bitte hin Papst Zacharias umgewandelt. Der Ketzer Jan Hus bezog sich in der Verteidigung seiner falschen Lehre vor dem Konzil von Konstanz 1415 auf die Päpstin und es fand sich keiner, der die Tatsache ihrer Existenz in Frage stellte. Einige haben sich gefragt, wie Antichrist Clemens eine weibliche Päpstin, die Johanna genannt wurde, in einem männlichen Papst, der Zacharias genannt wurde, Jahrhunderte nach ihrem Tod umwandeln konnte. Also wir sehen, was für eine Lächerlichkeit diese römisch-katholische Kirche ist. In dem letzten kleinen Abschluss, bevor wir dieses Kapitel beendigen, sprechen wir über die apostolische Sukzession, also Nachfolge. Ja, wirklich? Auch wenn wir die grobe Unmoral, die im Leben vieler Päpste existiert hatte, erwähnt haben, wollen wir nicht den Eindruck hinterlassen, als ob alle Päpste so schlecht wie die beschriebenen waren. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist die Meinung des Autors, nicht meine. Deswegen kommt mein Kommentar hier. Keiner war gut, auch nicht einer, denn sie alle waren und sind und werden der biblische, historische und prophetische Antichrist sein. Diese Erkenntnis hat der Autor nicht, aber im Gegensatz zu ihm lasse ich persönlich kein einziges gutes Haar an diesen und an keinem Papst davor und an keinem Papst dahinter. Kein einziger war gut. Und übrigens nur mal so nebenbei, der Autor Ralph Woodrow erwähnt das Wort Antichrist in diesem Buch nicht ein einziges Mal. Also jedes Mal, wenn ihr hier Antichrist hört, dann ist das meine persönliche Zufügung, nicht vom Autoren. Das Wort Antichrist steht nicht einmal hier drin. Wir glauben jedoch,
sagt der Autor, wieso er sagt jetzt wir, wo er für sich spricht, weiß ich auch nicht, dass der vorstehend erbrachte Nachweis der Unglaubwürdigkeit jener Päpste die Lehre von der apostolischen Sukzession ernsthaft in Frage stellt. Eben genau da hat Gott seinen Spott mit betrieben. Sowie den Anspruch, dass die römisch-katholische Kirche die einzig wahre Kirche ist, weil sie glaubt, eine Linie vom Päpsten zurück bis zu Petrus ziehen zu können, der, wie wir inzwischen aus anderen Lesungen wissen, niemals in Rom war und auch sicher nicht der erste Papst war. Ist dies wirklich ein entscheidender Punkt? Nun, wenn dem so ist, müssten alle Päpste, alle, auch diejenigen, die als unmoralisch und grausam bekannt waren, in die apostolische Sukzession eingeschlossen werden. Selbst einen weiblichen Papst kann es gegeben haben, der die Nachfolgereihe vervollständigte. Für das Heil ist es jedoch nicht notwendig, eine Linie von Päpsten zurück bis zu Petrus ziehen zu können. Das Heil ist auch nicht abhängig von einer Religion, die behauptet, Christus zu repräsentieren. Das Heil ist nur in Christus selbst zu finden. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola Christus. Und damit schließen wir das 12. Kapitel ab und kommen dann in ein sehr interessantes 13. Kapitel mit dem Titel Sind Päpste unfehlbar? Da werden wir uns nächste Woche drum bekümmern. Jetzt, für heute, ist diese Lesung soweit fertig und möchte ich es beschließen mit Nehmt's mir nicht übel, aber ich musste teilweise bei dieser Lesung lachen, obwohl es teilweise auch grausam war, was man da gelesen hat. Lachen muss ich nicht, weil ich das lächerlich finde, was ich lese. Lachen muss ich, weil ich nicht begreifen kann mit meinem kindlichen Verstand, dass so viele Leute eine Kirche auf solch ein Podest stellen, die Priester einer solchen Kirche auf solch ein Podest stellen, die Päpste einer solchen Kirche auf solch ein Podest stellen und sie anbeten, dass das bei ihnen über Christus geht und dass sie diese ganzen Geschichten entweder glauben und trotzdem in die Kirche gehen, oder in diese Kirche gehen und die Geschichten nicht glauben. Aber vor allen Dingen selbst, wenn sie, ob sie sie glauben oder nicht, dass sie sie kennen und doch in die Kirche gehen und doch der Kirche ihren Gehorsam schulden und doch dem Papst untertan sein wollen, das geht bei mir nicht rein. Diese Leichtgläubigkeit der Menschen geht bei mir nicht in meinen Schädel. Und deswegen musste ich hier und da, auch wenn es ungepasst war, ein wenig lachen. Aber ich lache ja sowieso. Die letzten fast 2 Jahre wäre meine Lesung viel mehr, als ich früher getan habe. Vielleicht ist das besser, vielleicht ist das weniger gut. Ich weiß, ich probiere ein bisschen mehr zur Seriosität zurückzukehren, weil das ist ein sehr ernster Job, den ich hier mache. Schließlich und endlich wollen wir dafür sorgen, dass wir mit diesen Lesungen diese Lügen aufdecken. Wir wollen uns nicht über die Lügen lustig machen, aber manchmal geht es irgendwo nicht anders. Aber es ist so wichtig, die Leute aufgrund dieser Lesungen und aufgrund dieser Tatsachen in diesen Büchern aufmerksam zu machen, welchen Lügen sie erlegen sind und dafür zu sorgen, dass sie da rauskommen, so wie Gott in Offenbarung 18, Vers 4 sagt, kommt heraus, also ihr mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, sondern dass die Leute da rauskommen und dass sie sich zu Jesus Christus bekehren. Dem einzigen wahren Jesus Christus, nicht dem, den die römisch-katholische Kirche lehrt, sondern den, der in der Bibel steht. Und dafür müsst ihr eure Bibel in die Hand nehmen und müsst in der Bibel lesen. Und deswegen möchte ich auch dieses Video mit meinem Aufruf enden. Bitte lest eure Bibel. Maranatha.